Neben dem iPhone mit iOS 14 und dem iPad mit iPadOS 14 hat auch der Mac mit macOS 11 Big Sur ein Update bekommen und ich möchte euch in diesem Video gerne die besten Funktionen von macOS 11 Big Sur einmal etwas genauer zeigen. Sollten euch Videos zu macOS und allgemein zu Apple Beta Software interessieren, dann lasst euch jetzt gerne kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Und wir schauen uns jetzt macOS 11 einmal etwas genauer an und dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Dieses Video wird von Intego unterstützt. Auch wenn es weniger Viren für Mac als für Windows gibt, hat Intego erst vor kurzem einen macOS Catalina Trojaner entdeckt. Dieser Trojaner versteckt sich in einer gefälschten Flash-Player-Datei und wurde von macOS bei der Installation nicht identifiziert. Um sich vor dieser Art von Viren zu schützen, arbeitet Intego seit 1997 daran, den Mac sicherer zu machen. Im Premium-Bundle X9 bekommt ihr mehrere Tools, die euren Mac sicher vor Angriff machen. Dazu gehört das Tool Virus Barrier X9, der weltweit beste Mac-Antivirus-Schutz vor Adware, Spyware und Malware. Ebenfalls mit enthalten ist das Tool NetBarrier X9, welches euren Mac vor nicht autorisierten Netzwerkzugriffen schützt. Programme, die nach Hause telefonieren wollen, könnt ihr außerdem somit finden und eingrenzen. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich den Link, um euren Mac vor Hackern, Malware oder ähnlichem zu schützen. Aktuell gibt es 50% Rabatt auf das Premium Bundle X9 und eine Demo-Version gibt es natürlich auch. Das heißt, ihr könnt die Intego Tools erst einmal kostenlos ausprobieren und dann entscheiden, ob ihr sie weiter verwenden möchtet. Den Anfang macht bei macOS 11 natürlich das Redesign und ich denke, man kann es sehr gut sehen. Zum allerersten ist das Dock mit einem Redesign versehen worden. Unter anderem haben wir hier jetzt eben abgerundete und neu designte Icons und das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Im Internet gibt es da durchaus unterschiedliche Meinungen, was die Icons angeht. Und das kann ich auf jeden Fall auch verstehen, weil es eben wieder so leichte Schattierung hat und nicht mehr so flach ist. Gerade an den Nachrichten kann man das ganz gut sehen oder auch an der Mail-App. Aber insgesamt haben wir hier auf jeden Fall, was das Dock angeht, ein Redesign. Aber auch was die Statusbar angeht, denn diese ist jetzt transparent und dadurch verläuft eben je nachdem, was man für ein Hintergrundbild hat oder allgemein was im Hintergrund ist, auch entsprechend die Statusbar anders. Also in diesem Fall haben wir zum Beispiel oben links so einen leichten roten Schimmer und desto mehr wir hier ins Blaue gehen, desto blauer wird auch die Statusbar und desto weniger kann man diese eben bei diesem Hintergrundbild erkennen und das finde ich eigentlich ganz schick, also das gefällt mir ganz gut. Das Ganze zieht sich wirklich durchs komplette System, also wenn wir hier zum Beispiel mal in die Systemeinstellungen gehen, dann wurden hier auch entsprechend die Icons angepasst, die haben auch jeweils so einen leichten Schatten bekommen oder wurden eben abgerundet und eben entsprechend ein bisschen, so wie das neue macOS 11 aussieht, angepasst. Also auch hier zieht sich das eben durchs System, genauso wie wenn wir zum Beispiel mal den Finder öffnen. Denn auch bei diesem ist es so, dass wenn wir hier jetzt einfach mal zum Beispiel auf den Schreibtisch gehen, dass wir hier eben links so eine komplette Leiste haben und diese ist ebenfalls so leicht transparent. Je nachdem, wo wir das hier hinschieben, verändert sich dann hier auch der Hintergrund. Wir haben die Zurück-Button jetzt nicht mehr hier links, sondern eben hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier durch die Programme durchgehen, dann kann man sich hier durchklicken und bekommt hier dann eben die Möglichkeit zurückzugehen. Außerdem haben wir hier auch neue Icons, zum Beispiel fürs Teilen oder fürs Anordnen. Das wurde alles so ein bisschen verändert. Wurde auf jeden Fall hier eigentlich ganz schick gemacht. Mir gefällt es bisher ganz gut. Allgemein, das System ist auf jeden Fall ganz schön, dass da sich wieder mal so ein bisschen was geändert hat. Daher bin ich auf jeden Fall, was das Redesign angeht, jetzt in der aktuellen ersten Beta, damit wirklich sehr zufrieden. Beim nächsten Feature handelt es sich um das Control Center, denn dieses hat jetzt Einzug auf den Mac gefunden, findet man oben in der Statusbar. Und hier haben wir jetzt eben einen Überblick über die wichtigsten Dinge wie WLAN, Bluetooth oder eben AirDrop. Da können wir raufklicken und sehen dann hier eben so einen kompletten Verlauf, also alle wichtigen Informationen, was aktuell verbunden ist und so weiter. Wir haben natürlich auch weiterhin hier noch die Schnellzugriffe, die kann man dann aber eben entsprechend entfernen oder auch austauschen gegen andere, damit eben die Statusbar nicht so ewig lang ist. Außerdem haben wir hier direkt nicht stören, dann die Tastaturhelligkeit, die wir einstellen können, AirPlay oder natürlich hier auch die Displayhelligkeit, die wir entsprechend verändern und anpassen können, genauso wie die Lautstärke. Und hier haben wir unten dann noch so einen Player, wenn wir also gerade zum Beispiel Musik hören, Hörbuch oder ähnliches, wird das hier angezeigt und wir können das Ganze hier dann entsprechend auch bedienen. Also insgesamt finde ich, ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, dass wir jetzt dieses Control Center, was wir eben schon sehr lange vom iPhone oder iPad kennen, jetzt auch auf dem Mac haben.
Ein Feature, das wir ebenfalls vom iPhone oder iPad kennen, sind einmal natürlich Widgets und Group Notifications, und diese haben jetzt ebenfalls Einzug auf den Mac gefunden. Dazu müssen wir hier ganz oben rechts auf das Datum bzw. die Uhrzeit klicken, und dann sehen wir auch schon, dass die Benachrichtigungen hier genauso gruppiert sind wie zum Beispiel auf dem iPhone, also hier für Home oder eben fürs Wallet oder eben auch für Anrufe, und das geht natürlich hier für ganz viele weitere Mitteilungen so weiter, und da kann man dann eben auch draufklicken, um sich das Ganze anzeigen zu lassen und dann eben auch wieder weniger anzeigen zu lassen. Außerdem haben wir natürlich hier auch die Möglichkeit, uns Widgets anzeigen zu lassen, genauso wie jetzt mit iOS 14 in dem gleichen Design. Also da haben wir jetzt die gleiche Designsprache wie auf dem iPhone oder iPad, was mir ganz gut gefällt. Also ich finde, die sehen sehr schick aus, auch unter macOS. Und wir haben noch die Möglichkeit, hier unten auf Widgets bearbeiten zu klicken. Und dann können wir hier eben die ganzen Widgets verändern, hinzufügen und auch hier eben die Größen anpassen, also je nachdem, wie groß man dieses Widget haben möchte. Und da haben wir im Grunde sehr ähnliche oder sogar sehr gleiche Widgets wie unter iOS, und da werden dann nachträglich auch noch weitere Folgen. Sehr gut möglich, dass dann auch Drittanbieter-Widgets dort hinzugefügt werden und wir das Ganze dann eben entsprechend anpassen und ändern können, so wie wir es gerne hätten. Finde ich auf jeden Fall ganz schön, diese Option, dass man die Widgets jetzt, ähnlich wie das damals ja schon mit früheren macOS-Versionen der Fall war, jetzt hier wieder mit implementiert hat. Kommen wir als nächstes zu Safari, denn Safari hat sich wieder um einiges verändert mit dem neuen macOS 11. Und zwar gibt es unter anderem viele verschiedene Privatsphäre-Einstellungen und Änderungen und insgesamt auch hier natürlich das klassische Redesign, was wir jetzt bereits kennen. Also wir können hier jetzt zum Beispiel mal auf meinen Kanal gehen, und dann haben wir noch zusätzlich die Möglichkeit, weitere Tabs aufzurufen, was ich jetzt hier einfach mal machen werde. Also ich werde jetzt mal hier ein paar unterschiedliche Tabs einfach mal öffnen. Und dann seht ihr, dass das Ganze hier eben auch ähnlich wie das auf dem iPad der Fall ist. Und wir können hier ganz einfach sozusagen drüber gedrückt bzw. einfach mit dem Mauszeiger bleiben. Und dann seht ihr auch, dass hier entsprechend so ein kleines Vorschaubild kommt. Das macht Sinn, wenn man sehr viele verschiedene Tabs offen hat, zum Teil eben auch von der gleichen Website wie zum Beispiel verschiedene YouTube-Videos. Und dann kann man eben direkt sehen, welches Video unter welchem Tab sich befindet. Wenn wir dann auf einer Website drauf sind, haben wir hier oben neben der Eingabe eben die Möglichkeit, auf dieses kleine Schild zu klicken, und dann sehen wir, wie aktuell die Website mit uns interagiert. Auf dieser Website wird gar keine Interaktion stattfinden, aber wenn wir zum Beispiel auf YouTube gehen, dann haben wir hier eben zum Beispiel einen Track, und das Ganze können wir uns dann noch einmal detailliert angucken. Und je nachdem, was ihr für eine Website aufruft, Facebook oder die meisten Google-Dienste haben eben sehr viele Zugriffe auf euch bzw. auf Safari und euren Browser, und andere haben eben weniger, und das ist eben dann abhängig davon, auf welchen Seiten ihr so surft, und da könnt ihr eben ganz genau sehen, wie viel denn so auf euren Mac zugegriffen wird, und dann habt ihr eben einen sehr guten Überblick, wie sicher Safari aktuell ist und wie sicher ihr surfen könnt. Außerdem bietet Safari jetzt viele Erweiterungen, was die Extensions bzw. Erweiterungen angeht. Dazu können wir hier auf Safari Erweiterungen gehen. Das Ganze öffnet sich dann auch im Mac App Store, und da gibt es jetzt eine aufgeräumte neue Kategorie, und da gibt es dann eben alle möglichen Apps als Erweiterung. Im Grunde genommen kennen wir das auch so schon von früheren Versionen, aber diese Erweiterung, wenn ihr sie dann installiert, die erscheint dann hier links neben, und so kann man eben sehr viele verschiedene coole Erweiterungen dort installieren, um Safari zu erweitern. Außerdem gibt es noch eine Übersetzen-Funktion, die funktioniert aber aktuell im Deutschen noch nicht. Also ich kann sie an meinem Mac noch nicht verwenden. Da wäre es dann zum Beispiel möglich, auf einer französischen Seite den Text dann ohne extra Add-ons oder ähnlichem direkt in Safari zu übersetzen, was ebenfalls eine sehr schöne Sache ist. Das letzte, etwas größere Feature, was mit macOS 11 kam, möchte ich euch jetzt nochmal in den Einstellungen zeigen. Und zwar gehen wir dazu in den Systemeinstellungen unter Batterie. Und hier haben wir jetzt im Endeffekt sehr ähnliche Batterieeinstellungen wie bereits auf iOS. Also da haben wir eben die Möglichkeit, hier unseren Batteriestatus zu sehen, auch von den letzten 10 Tagen. Dann auf Batterie zu gehen, und hier können wir auch optimiertes Laden aktivieren, also genauso wie unter iOS, was natürlich wirklich sehr schön ist. Außerdem können wir den Batteriezustand sehen. In meinem Fall habe ich hier 94% maximaler Kapazität. Und das Ganze kann man hier eben genauso einsehen, wie das unter iOS ebenfalls der Fall ist, was ich sehr schön finde. Also wir haben hier wirklich sehr viele neue Einstellungen, auch für das Netzteil haben wir weitere Einstellungen, automatischer Wechsel der Grafik, Modi und so weiter. Also
wirklich viele, viele weitere Optionen im Gegensatz zu den vorigen Einstellungen, was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt. Ihr könnt hier auch die letzte Ladung sehen, wann die stattgefunden hat und so weiter. Also wirklich ein sehr schöner Überblick der Batterie. Das neue macOS bietet auf jeden Fall noch viele, viele weitere Funktionen. Das war jetzt erstmal so ein Überblick der besten neuen Features und da wird mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges dazukommen, wenn dann eben die weiteren Beta-Versionen erscheinen. Ich bin auf jeden Fall bisher sehr zufrieden mit diesem Update, muss euch nur warnen, wenn ihr das Ganze installieren wollt, dass einige der Adobe-Produkte wie zum Beispiel After Effects oder auch InDesign nicht funktionieren, zumindest in der aktuellen Beta-Phase. Daher seid da auf jeden Fall vorsichtig, ansonsten läuft das System aber meiner Meinung nach bisher schon sehr stabil und man kann auf jeden Fall zum Beispiel Final Cut ohne Probleme benutzen, um Videos zu schneiden. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ich euch einen guten Überblick über die besten neuen Funktionen in macOS 11 geben konnte und wenn das der Fall war, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen und ihr dürft mir gerne eure Meinung zu macOS 11 Big Sur unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr jetzt in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen möchtet, dann lasst jetzt auf jeden Fall kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!